Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier bei dem Sephiron-Plateau. Wir kämpfen gegen Eric. Hype, Freunde, lasst einen Daumen da, wenn ihr gehypt seid. Auf weitere Wi-Fi-Battles. Oh, Leute, Sonne und Mond macht so goddamn Spaß. Ich liebe dieses Spiel. Es war so Zeit, ein neues Spiel rauszubringen, Game Freak. Es war so Zeit, aber jetzt ist die Zeit da. Und holy shit, unser Gegner hat ein Agrostella, ein Tektas, ein Meteno, ein Mimikma dabei. Und sogar ein Alola Vulnona. Okay. Ekelhaft. Alola Vulnona kann Dingens Schleier aufsetzen, was uns unser Leben wrecken wird, weil dann kann Meteno einfach reinkommen, zweimal Hausbruch drücken oder so und dann einfach sweepen. Das wird ekelhaft. Deswegen muss ich mit Majesty leaden. Majesty hat den... Oh, warte mal, der Turmkick ist ja nur neutral, ne? Haha! Und ich habe keine Stahlattacke da. G fucking G. Caputoro könnte mit Steinkante irgendwas machen, wobei es outspeedet wird und Majesty... das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Weißt du was, ich leade. Leade ich mit Theresa? Das ist mega risky. Das ist richtig risky. Aber okay, ich muss mit Theresa leaden. Dieses blöde Meteno darf nicht zum Zug kommen, Freunde. Meteno ist einfach der Nummer 1 Threat für unser Team. Das ist einfach so. Und jeder bringt es gerade. Goddammit. Ohne Meteno, ne, hätten wir nicht so Bammel, aber in Ordnung, es ist eben so. Okay, wir kämpfen gegen Team Skull-Mitglied Eric. Und er leadet natürlich mit Meteno, dieser kleine Bastard. Okay. Alright, 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 my friend. Du resistest meinen Flare Blitz, von daher kann ich für den Schattenknochen gehen, wenn ich möchte. Ich muss einfach Damage auf das Ding bringen. Ich muss einfach Damage... Er kann mich mit einer Steinkante angreifen, aber nicht geboostet würde ich das überleben und, ne? Ja, ehrlich gesagt war das ein ganz solider Lead für mich. Ich gehe auf den Schattenknochen, nicht auf das Irrlicht. So, da kommt der Hausbruch, natürlich in der ersten Runde! Es ist mir relativ Wayne, ob er Schlohkraut oder Focus Sash ist. Es hat beide seine Vor- und Nachteile für mich. Aber ich glaube, er spielt mit... Er spielt nicht mit Schlohkraut, er spielt mit Focus Sash. Das ist gut. Damit kann ich leben. Denn, Crit. Er hat jetzt noch ein einziges KP. Und ich kann jetzt mit einer Prio einfach ihn wegknallen. Ne? So in dem Sinne. Das Problem ist jetzt, ich muss einen Pokémon sacrificen. Und das ist die, naja, das ist der, die Krux an dem Ganzen. Ich würde ehrlich gesagt gerne Theresa behalten für Alola Vulnona. Und für Raichu. Aber... Das könnte ein wenig interessanter werden jetzt. Ich muss nämlich Bushido in den Kampf bekommen. Aber das Problem ist, wenn er jetzt für eine Steinkante geht, dann wird Bushido instant wieder rausgekickt. Ne, das bedeutet, welches Pokémon brauche ich am wenigsten? Ist es Stellaria? Irgendwie schon. Irgendwie brauche ich Stellaria am wenigsten, obwohl er hat einen Tektas. Und mein Stellaria ist ein Hardcounter für sein Tektas, aber ehrlich gesagt, ich habe auch... damn it! Ich habe halt einen Focus Sash Pokémon und ich habe Prio, von daher bin ich relativ safe gegen Meteno. Es ist gut, dass er instant mit dem leadet, weil so habe ich den Threat weg. Ich kann Bushido nicht opfern wegen Raichu. Wie viele Sekunden habe ich eigentlich noch? Noch 24, okay. Okay, ich muss Stellaria leider loswerden. Es tut mir leid, Stellaria. I am so sorry, Stellaria. Gucken wir mal. Steinkante, Erdbeben. Er geht instant für ein Erdbeben. Okay. Ja, das ist okay. Plus 2 wird Stellaria. Nicht rausnehmen. Damn. Okay. Schade, dass ich keine Wetter-User habe, wie zum Beispiel Alola Vulnona, denn sonst hätte der Hagel ihn wahrscheinlich rausgenommen. No way! Ein Disconnect? Seriously? Okay, Leute, anscheinend, I don't know, was da passiert ist. Ich war auf jeden Fall noch online,
Erik zwar auch, aber irgendwie sind 7 Leute auf einmal aus der Friendslist oder komplett verschwunden. Ich glaube, die Server waren mal wieder irgendwie instabil, warum auch immer das immer noch passiert. Bei Sonne und Mond kriegen die es nicht hin, stabile Server zu haben oder was. Also ich weiß nicht, was da schief geht, Leute, ganz ehrlich. Aber anyways, ich habe den Lieben nochmal angefragt. Er hat leider wieder abgebrochen oder was auch immer. Jetzt spielen wir halt einfach mal gegen Nico. Und auch der hat einen Metheno und, oh Gott, der hat einen Togekiss. Togekiss ist in diesem Meta gerade der Overkill. Genauso wie Trikefalo. Kann man die beiden Pokémon überhaupt schon haben? Das ist, habe ich noch nie gesehen. Ja, Trikefalo ist der Hardcounter für mein Teresa. Von daher, gucken wir mal, was da jetzt passieren wird. Ich leade. Ja, ich muss wieder mit Teresa leaden. Ich habe keine andere Wahl. Oh, dieses Team ist mega ätzend. Das Problem ist... Oh Gott, okay. Ja. Togekiss ist mega ätzend. Togekiss und Metheno. Die beiden Ficker. Alright, dann geht's eben los gegen den Nico. Dann probieren wir es gegen ihn. Mal gucken, ob wir hier mehr Glück haben, Freunde. Ah, es ist immer ätzend, wenn Disconnects passieren. Ich habe immer das Gefühl, das können so coole Matches werden. Und dann, boom, kommt Game Freak und sagt dir, no, heute spielst du kein Pokémon. Und, naja. So, ich leade mit Teresa. Green Meteor. Okay, das ist wieder, das ist genau dasselbe Matchup, Alter. Nur ein anderer Kämpfer. Warum haben alle jetzt Metheno? Ich glaube, seit meinem Metheno-Video haben alle Metheno. Alter Schwede. Nee, Metheno ist ja auch einfach solide. Okay, wir machen genau denselben Move. Ich gehe für den Schattenknochen. Ich weiß, er kann jederzeit mit Trikefalo reinkommen. Aber ich probiere mal, Metheno ein bisschen zu schwächen. Falls er... Er bleibt drin. Er bleibt ebenfalls drin. Yo. Alright. Hausbruch. Okay. Alright. So, jetzt ist die Frage, hat er das Schlohkraut oder hat er den Fokusgurt? Er hat den Fokusgurt. Das heißt, seine Akrobatik ist immer noch halb so stark, wie sie sein könnte, weil ich den Fokusgurt nicht angekratzt habe. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Also, anderer Junge, genau selbes Szenario eigentlich, ne? Ich kann jetzt zu Stellaria rein. Stellaria wird ein Erdbeben tanken, falls er von Erdbeben geht. Aber um ehrlich zu sein, könnte ich auch zu Kaputoro oder Majesty gehen, weil Erdbeben wird resisted, Steinkante... Ja, ich weiß nicht... werden wir nicht überleben, ne? Werden wir nicht überleben, glaube ich. Egal, ich gehe auf jeden Fall mal zu Agrostella raus. Schauen wir mal. Ich glaube, Agrostella ist relativ elementar. Genau dasselbe passiert, ne? Es ist einfach ein anderer Boy, aber es sind genau dieselben Plays. Ja, Stellaria überlebt, wie wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Will ich... Nee, ich muss Stellaria einfach down gehen lassen, um mit Tektas reinzukommen und dann Green Meteor zu töten. Ja... Die Frage ist jetzt einfach, reicht ein, ja, muss auf jeden Fall reichen, ne? Seine Death-Werte sind natürlich nicht mehr so stark. Er hat erstens kein Schlohkraut, um seine Death-Werte wieder hochzuholen. Er ist auf minus 1 und er ist nicht mehr in der Limit-Folge, also er hat nicht mehr das Limit-Schild. Von daher muss ein Überrumpel auf jeden Fall reichen, auch wenn es resisted wird des Todes. Trotzdem können wir jetzt entweder sein Metheno rausnehmen oder irgendwas anderes. So, sein Metheno ist tot. Das war der Matchmaker, Alter. Also, ich würde ein bisschen besser auf diese Metheno's aufpassen, Leute. Nicht einfach rausbrochen und Suicide leaden, sondern das ist eure Win-Condition. Aber in Ordnung. Insbesondere gegen ein Team wie meines. Also, ne, Metheno geht da solo-handed durch. Aber, okay. Okay, Freunde, jetzt bin ich gespannt. Der Togekiss, Togekiss, dagegen habe ich noch nie gespielt. Wahrscheinlich kommt jetzt, ja, Togekiss rein. Jetzt ist die Frage, Donnerwelle, Luftschnitt oder was passiert da? Soll ich zu Teresa oder... Ja, Togekiss ist der Threat für mein Team, Alter. Ich gehe mal für einen Aqua-Durchstoß. Ich glaube nicht, dass er jetzt für einen Donnerwelle geht. Ja, okay, Luftschnitt. Überlebe ich mit, ja, guten KP.
Nein, ich krieg den Flinch mal wieder. Oh, come on. Ja, okay, dann gehe ich für einen Tiefschlag, um irgendwie noch zu scouten, ob er Überreste hat. Hat er wahrscheinlich, ne? Ah, der Aqua-Durchstoß wäre so wichtig gewesen. Es sind genau solche Sachen, die einfach wieder mal richtig wichtig sind. Aber ich kann natürlich wieder nicht durchkommen, sondern ich werde instant wieder geflincht beim ersten Treffer. Ja, ich muss zu Theresa rausgehen und Theresa muss jetzt einfach einmal durchkommen. Theresa muss einmal durchkommen jetzt. Die Frage ist, gehe ich für einen Schattenknochen oder für einen Flareblitz? Ich glaube, ich muss fast für einen Schattenknochen gehen. Ja, ich muss für einen Schattenknochen gehen. Ich muss für einen Schattenknochen gehen. Zurückgerufen. In was? Zu Trikefalo oder Panzer? Was ist Panzer? Der Boy. Okay. Ja, Schattenknochen resistest du nicht, mein Freund. Flareblitz ja, Schattenknochen nein. Von daher war das relativ gut. Ich konnte ihn raus scaren. Jetzt ist die Frage, was will er tun? Will er eine Drachenattacke droppen? Ehrlich gesagt, ich kann jederzeit zu Navi. Ich hätte auch zu Caputoro können. Gekonnt. Aber egal, ich gehe zu Navi. Navi immunisiert Drachenattacken. Er geht für ein Erdbeben. Das werde ich auch resisten. Ne? Navi resistet alles, was er kann. Kampfattacken sogar vierfach. So, jetzt ist die Frage. Geht er... er hat eigentlich keinen wirklichen Switch-in für mich, ne? Außer Mimikma. Navi ist ein sehr krasses MVP in diesem Battle. Okay, ich muss kurz einfach mal die Mondgewalt drücken. Es ist vierfach effektiv. Er wird nicht überleben. Was kommt rein? Dream. Okay. Das Ding ist, Dream... erstens glaube ich nicht, dass Dream outspeeden kann. Und zweitens, selbst wenn ein Luftschnitt... Ja, ein Luftschnitt würde reichen, ne? Ist das Scarf? Hat er Scarf drauf? Weil wenn nicht, dann outspeed ich. Locker. Ich meine, 176... Ne? Andererseits habe ich auch nicht wirklich was, was ich jetzt rein switchen könnte. Von daher, ich muss da drauf gehen. Ich hätte für Faltereigen gehen können, aber in Ordnung. Hier nochmal für eine Mondgewalt. Ich outspeede und das war's mit Dream. Seine beiden Wing Conditions verspielt. Deine beiden Flug-Pokémon weg. So. Jetzt ist die Zeit gekommen. Navi ist ein Riesen-Threat seines Teams. Er trifft Trikefalo vierfach effektiv, genauso wie Grandiras. Okay, du musst gescarft sein, Alter. Ansonsten würdest du nie mit diesem Ding reinkommen. Unlichtattacke würde er niemals tun. Also alles, was er machen würde, ist ein Flammenwurf, ne? Flammenwurf, so, Theresa, kann man mal machen. Ich scoute einfach mal, ob er seinen Move changen kann. Gucken wir mal. Feuersturm, okay. Der Typ muss Scarf sein, ansonsten würde er niemals, nie, oh, das war ein Crit, niemals so lebensmüde sein und damit hier reinkommen. So, ich gehe mal auf den Fruststampfer. Ah, ich muss das Ding echt mal mit Erdbeben austauschen, ne? Das ist mega ätzend, dass ich das immer vergesse. Oh, ich bin ein Idiot, Alter. Ja, natürlich hat der Schwebel. Ah, scheiße, das war doof. Das war richtig doof. Kann ich noch einen überleben, bitte? Einen, nur einen. Jawoll, okay. Schade, ich hätte dennoch guten Damage machen können mit Schattenknochen. Ich Trottel hab irgendwie ausgeblendet. Ne? Aber egal, Tektas kommt rein und regelt. Tektas kann einfach... reinkommen, auf Überrumpler drücken, ne, das was er halt macht. Richtig Pressure aufbauen mit seinem mega krass OP'en Step. Ja, also er kann machen, was er will. Er kann so krass gescarft sein, wie er will. Überrumpler outspeedet er nicht. Das ist Step, das trifft sehr effektiv und das war's mit High Dragon. Jetzt hat er nichts mehr für Bandleby. Außer Mimikma. Er könnte mit Mimikma noch sweepen. Ba-da!
Alakazam. Warum? Bruh. Tiefschlag. Bruh. Geht er für ein Gedankengut? Oh, es ist mega Alakazam. Er geht niemals für ein Gedankengut, wenn ich einfach auf Blutsauger drücken kann, Alter. Er wird mich angreifen, aber das heißt, du kannst keinen Fokus-Hash haben, das heißt, du stirbst, oder? Rückzug, ja, nice. Du greifst an, oder? Ja, du greifst an. Und das heißt, du bist ein totes Alakazam, Alter. Das war's mit deinem Alakazam. Oh, und das hat ihm putz den Schlag ins Gesicht gegeben. Und ich glaube, das war's mit dem Kampf. Nicht, weil er keine Chance mehr hätte. Seine Mimikma kann immer noch krass viel Arbeit verrichten. Aber meistens nach so einem Schlag ins Gesicht kann man sich nicht mehr so konzentrieren, dass man irgendwas im Battle reißen kann. Zumindest bei mir ist es so, wenn ich so einen vor den Latz bekomme, dann ist bei mir meistens vorbei. Wird es reichen? Ich glaube nicht, Bro. Oh, und du hast Leben, Orb. Okay. Kann ich mit Aqua-Durchstoß please einen Death Drop bringen? Kann ich einen Death Drop bekommen? Das wäre mega nice. Ne, sekundär effektiv, der Attacken treffen halt trotzdem. Können treffen, von daher, please mal. Nope, nope. Will er nicht, will er nicht. Okay. Er hat immer noch Grandiras in der Hinterhand, ne? Theoretisch. Ja, ich brauche Tektas nicht mehr. Ich brauche Bushido nicht mehr. Ist alles cool. Oh, Schattenstoß, natürlich. Schattenstoß ausbietet meinen Tiefschlag. True. True, true, true. Aber der Leben-Orb macht ihm halt selbst relativ guten Damage. Nee. Ich kann zu Majesty rein. Ich kann auf Tropenkick drücken. Jederzeit, allzeit bereit. Nee, Tropenkick wird seinen Angriff lowern. Ich bin auf jeden Fall schneller, außer er geht wieder für einen Schattenstoß, was er irgendwie, ne, was ihm nichts bringt, so. Nicht wirklich. So. Er könnte für einen Schwertanz gehen. Z-Platscher geht nicht mehr, weil er den Z-Move schon eingesetzt hat, aber Schwertanz ginge noch. Nur geht für einen Knüller. Tja, das macht leider gar nichts mehr. Alright. Gut, dann würde ich sagen, weil Navi in diesem Kampf so viel gerissen hat, gehen wir einfach nochmal zu Navi und lassen Navi Navi sein und MVP spielen. Denn wenn er jetzt für einen Knüller geht, dann... oh, er geht für einen Schattenstoß. Okay, er ist auf Minus. Das war ein Crit, oder? Ja. GG. Er ist auf minus 1. Nee, ich lass Navi nicht sterben, Alter. Navi war das MVP dieses Fights. Wegen eines blöden Crits lasse ich Navi definitiv nicht sterben jetzt. So. Kiss. Kuss von meiner Majestät, Alter. Und jetzt kriegst du eine Kehrtwende. Der dich outspeedet, ne? Schattenstoß. Kannst du nicht drücken auf Majesty, von daher. Mach, was du willst. Der Leben-Orb hat dich nicht rausgenommen. Das ist sogar perfekt, weil jetzt kann ich kehrtwenden und gegen deinen Grandiras mit meinem Bandlebee reinkommen und trotzdem noch MVP spielen. So, Kehrtwende, Boots, das war's mit Spooky. Zack. Ja. Alright. Spooky ist irgendwie der meistgenutzte Name für dieses Ding, ne? Ich finde Gemini mindestens genauso gut. So, jetzt kommt Navi rein. Grandiras hat, so wie ich weiß, keine Prio. Was du haben könntest, ist ein Gift-Heap. Ja, aber wir outspeeden dich und treffen vierfach effektiv. Stab, von daher. War es das? Panzer? Ja, das war, genau. Außerdem bin ich mäßig und, ja. Du würdest wahrscheinlich, ja gut. Mit einem Drachentanz würdest du outspeeden, aber das ist nicht der Fall. So, das war's. Navi nimmt Teams auseinander. Also Navi ist eins der besten Pokémon, Leute. Vierfach Resistenz gegen Kampf-Pokémon und eine Immunität gegen Drachen-Pokémon. Dazu ein Feen-Stab, ein Käfer-Stab, Psychokinese als Coverage für Gift-Pokémon, ne? Sachen wie Agrostella, Sachen wie, keine Ahnung, einfach generell Gift-Pokémon, ne? Zum Beispiel hier Zalandit oder so. Werden einfach weggeknallt, weil Zalandit würde es ja zu Tode wallen, ne? Käfer und Dings-Attacken würden ja einfach null Damage machen, Feenattacken. Aber mit Psychokinese hat man einen sehr guten Move. Und mit Quiverdance natürlich einen super krassen Move, um sich hoch zu boosten, um die Init und den Spezialangriff nochmal zu pushen.
Und natürlich mit der Puderabwehr, wie gesagt, es kann keine Zusatzeffekte bekommen. Also wenn euch mal ein Kangama mit Mogli trappen will oder foppen will, dann drückt ihr einfach auf Quiver Dance und knallt das Ding danach weg mit einem Moonblast oder so, ne? Also, ihr seht, Freunde, Navi ist ein sehr starkes Pokémon. So, das war's jetzt aber für diesen Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben könntet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, wie gesagt. Oder wie ich immer sage, falls ihr Set-Vorschläge habt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, wie genau dieser Nico hier, dann auf Twitter followen. Und wenn ihr meinen Thailand-Urlaub nicht verpassen wollt und wenn ihr ein paar Impressionen und Eindrücke haben wollt von mir und meinem Training und natürlich auch Umgebung, dann folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns! Haut rein und tschüss. Links sind übrigens in der Beschreibung, ne? Vergesse ich auch immer zu sagen. Haut rein, Freunde.